Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Trading Insights Webinar am heutigen Sonntag. Das Wetter kühlt etwas ab, deshalb hat wahrscheinlich der eine oder andere auch etwas mehr Zeit, sich mit der Börse zu beschäftigen, auch am Wochenende. Ich begrüße auch den Ingmar in der Runde heute wieder, der dabei ist, der heute dann auch wieder bei der Produktauswahl zeigen wird, wie geht man vor, welches Produkt eignet sich, wie findet man es, wo findet man es, worauf ist zu achten. Und ja, wir haben heute ein ganz interessantes Programm, denke ich. Wir werden unter anderem auch über Gold sprechen, ein Markt, der jetzt ja immer stärker in meinen Fokus auch rückt, der grundsätzlich ja für jeden oder für die meisten sehr interessant ist. Da werden wir drüber sprechen. Wir werden auch schauen, was habe ich jetzt in dieser Woche gehandelt in meinem Live-Handelskonto, in meinem privaten Konto, was in dem Trading Room gehandelt wird und uns auch darüber unterhalten, was wir daraus für Lehren ziehen können. Denn es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und darf man überhaupt nicht vernachlässigen, dass man wirklich sieht, wie läuft es real ab. Denn das, was viele im Kopf haben und was viele als Erwartungshaltung haben, wie läuft Trading ab, wie viele Trades pro Tag gibt es denn so, wie kommt Performance zustande, welche Schwankungen gibt es und so weiter und so fort. Das ist doch mitunter sehr weit weg von der Realität. Deshalb haben wir auch bei dem Live-Trading-Room extrem viele sehr, sehr positive Feedbacks, weil das offensichtlich vielen hilft, diesen Schritt, diesen Transfer aus der Theorie in die Praxis. Wie wende ich das Ganze an? Wir haben das letzte Woche mal, glaube ich, war es ja so ein bisschen verglichen mit einem Arzt, mit einem Chirurgen. Man ist auch nicht Chirurg, indem man einfach nur ein Besteck bekommt, ein Besteckset mit einem Skalpell und dergleichen, sondern man wird dadurch Arzt, dass man eben auch die fundierten Kenntnisse hat, dass man aber auch vor allem Erfahrungswerte hat und dieses Skalpell richtig einzusetzen weiß. Nur davon, dass ich ein Skalpell in der Hand halte, bin ich kein Arzt. Und so ist es mit dem Trading auch. Deshalb ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Schritt, dass man nicht nur dieses Wissen sich anliest über Bücher, was ihr wahrscheinlich auch alle gemacht habt, über Webinare sich aneignet, über Videos, die man schaut, sondern dass man sich diese Videos, wenn es Videos sind, dass man sich diese Bücher auch wirklich intensiver zu Gemüte führt. Ich kenne viele oder habe in den Coachings auch viele Trader erlebt, die sehr, sehr schnell gelesen, sehr, sehr schnell vermeintlich gelernt haben, wo dann aber natürlich die Informationen einfach nicht so sacken bleiben können. Da gibt es ja Studien darüber, beziehungsweise ist ja belegt, dass nur eine bestimmte Aufnahmefähigkeit da ist. Und wir sehen das auch in Präsenzseminaren, wenn man da 6, 8 Stunden am Tag zusammensitzt, irgendwann lässt die Konzentrationsgabe nach, die Konzentrationsmöglichkeit nach. Und so ist es auch da beim Lernen. Deshalb, es ist nicht damit getan, dass ich schnell alibimäßig ein Buch durchlese, sondern ich muss verstehen, was wird mir denn da vermittelt, auch hinterfragen, welche Botschaften stecken denn da drin. Und ich kann euch nur von aus meiner Warte das sagen oder aus meiner Entwicklung, aus meiner persönlichen Entwicklung. Ich habe auch früher Strategien lernen wollen, habe sie natürlich auch erlernt, habe die Regeln mir niedergeschrieben, wenn ein bekannter Trader seine Regeln für ein Setup vorgestellt hat und sie geschult hat. Aber das, was mich heute oder was mich bis heute am Markt überleben lässt, das, was mich wirklich weitergebracht hat, das waren ganz, ganz viele Sätze und Worte dazwischen, ganz, ganz viele Elemente, die in diesen Schulungen dabei waren, die überhaupt nicht so direkt mit dem Regelwerk zu tun hatten. Und so ist es hier auch. Und deshalb glaube ich, dass vieles in dieser Industrie auch am eigentlichen Punkt vorbeiläuft. Und das machen wir uns, manche machen sich sehr spät bewusst, aber sie machen sich's bewusst. Andere machen sich's nie bewusst, weil sie gar nicht lange genug überleben, weil sie einfach auch da einen falschen Blickwinkel haben. Und wir versuchen hier natürlich mit den Trading Insights Webinaren und natürlich auch mit den Videos auf unserem YouTube-Kanal, falls ihr den nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich das gerne jederzeit tun, auch mit den Videos dort, mit den Artikeln auf freemoneytrader.com, mit allem, was wir eben machen, auch mit Events, versuchen wir natürlich da wirklich ein realistisches Bild zu zeichnen, kein übertriebenes Bild in die eine Richtung, auch kein übertrieben negatives Bild in die andere Richtung, sondern einfach die Realität abzubilden. Denn nur wenn man das realistisch angeht, wird man auf Dauer erfolgreich sein können.
Das soll es mit dem Vorwort gewesen sein. Wir steigen direkt ein und ich will euch mal ein bisschen mit einbeziehen am heutigen Vormittag, am heutigen Sonntag. Und zwar mit der Frage, wie verhalten wir uns jetzt? Was würdet ihr jetzt machen bei Lamba? Der Bauholzchart, wir sehen das, die Entwicklung der letzten Monate. Was ist jetzt eure Trading-Entscheidung, wenn ihr an diesem Punkt jetzt eine Trading-Entscheidung fällen müsst? Und wir haben, soweit ich weiß, eine Umfrage vorbereitet, eine Kurzabstimmung und da könnt ihr jetzt voten, was ihr machen würdet. Handelt ihr jetzt long? Handelt ihr jetzt short? Und danach können wir dann besprechen, ja, warum das eine oder warum das andere Szenario interessant ist. Also bitte jetzt abstimmen. Ich Und würde auch dann, sagen, René, wir warten noch etwas. Wir haben genau. jetzt 50% der Teilnehmer haben ungefähr abgestimmt. Vielleicht warten wir noch Mehr als bei der 20, 30 Bundestagswahl. Sekunden. Genau. Ja, stimmt. Da kam gerade die Frage rein, auf welcher Zeitebene Tageschart. soll man abstimmen? Okay. Aber ich meine, wahrscheinlich war die Frage eher Richtung, auf welche Sicht, long oder short? Ja. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Ja, kurz bis mittelfristig. Ganz interessant, ne? Ja. So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eine Minute vorbei, dann würde ich die Umfrage jetzt schließen, René, ne? Alles klar. So, dann schauen wir mal, wie die Auswertung ist. Da haben wir sie. 71% würden jetzt long handeln und 29% auf die Short-Seite wechseln oder auf der Short-Seite bleiben. Okay. Ja, interessantes Ergebnis. Gerade, vielleicht wird der eine oder andere sich fragen, der jetzt vielleicht nicht jedes Webinar hier verfolgt hat, warum wir jetzt gerade Bauholz besprechen. Und wir haben in den letzten Wochen, ihr könnt euch vielleicht erinnern, gerade im Mai, glaube ich, war das. Mai, ja, im Mai war das sehr extrem. April, Mai, haben wir immer wieder auch hier, kam ja im Chat dann auch die Fragen, wie schätzt du Bauholz ein? Was denkst du dazu? Wann fällt Bauholz? Wie weit steigt es? Und so weiter. Und das ist ein, glaube ich, ein perfektes Beispiel, die Entwicklung der letzten Wochen und auch die Emotionen, die jeder Einzelne. Viele von euch haben es gehandelt. Diejenigen, die es nicht gehandelt haben, können trotzdem sehr viel jetzt daraus lernen, meiner Meinung nach, was wir jetzt besprechen. Viele von euch haben es gehandelt, haben wahrscheinlich eine emotionale Achterbahnfahrt durchlaufen und hoffentlich auch erfolgreich durchlaufen, denn der Markt ist natürlich absolut extrem gelaufen. Wir hatten hier einen ja, beispiellosen Anstieg, der Markt wir waren im Februar noch bei 440 im Tief, so ungefähr 450 und sind in der Spitze bei 640 knapp gewesen, so roundabout. Und ich will euch mal natürlich anonym, völlig anonym auch Schriftart und alles geändert, will ich mal teilhaben lassen an der emotionalen Achterbahnfahrt eines Kunden. Und daran anknüpfen können wir nämlich genau umreißen bzw. genau thematisieren, warum es trotz Schulung, trotzdem man weiß, okay, wir haben Regelwerke, wir haben fundamentale Kenntnisse, wie ein Markt sich bewegt, warum trotzdem es nur ein Bruchteil schafft, selbst ein Bruchteil der ausgebildeten Leute, die Strategien an die Hand bekommen, die funktionieren. Wir haben das auch neulich in einem Webinar thematisiert, speziell für diejenigen, die Ausbildungsprogramme bei uns durchlaufen haben, wo wir wirklich die Ergebnisse sämtlicher Strategien, die wir geschult haben, thematisiert haben. Und da kamen fast 60.000 Dollar raus, selbst in diesen anderthalb Jahren, und die wirklich nicht gut waren. Aber wir haben auch darüber gesprochen, natürlich nicht jeder kann 27 oder 30 Strategien handeln. Man muss dann eine Auswahl für sich treffen. Ist die nicht wirklich durchdacht? Ist die vielleicht auch ein bisschen mit Pech versehen und unglücklich gewählt? Dann weichen die Ergebnisse ab. Greift man sich eins, zwei Strategien raus? Mir haben einige geschrieben, sie sind nahezu im siebten Himmel, weil sie nur Geld verdient haben, wo ich mir auch dachte, das kann ja nicht sein, weil es ist ja auch einige Setups hatten ja einen Drawdown. Andere schreiben genau das Gegenteil. Sie haben
zwei, drei Strategien ausgewählt, die sind alle nicht gelaufen. Und das ist eben natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Also lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Business, ich mache es seit 20 Jahren, der Ingmar auch seit 20 Jahren, das war schon immer so. Auch damals in den Foren, wo wir aktiv waren, mit den Tradern, mit denen wir uns damals ausgetauscht haben. Erstens mal ganz, ganz wenige von denen sind heute überhaupt noch aktiv. Also Leute, bei denen ich damals Seminare besucht habe. Und das wird man wahrscheinlich auch in jeder Generation, in jeder Trading-Generation auch so erleben. Leute, bei denen ich damals irgendwo in der fünften oder zehnten Reihe saß bei einem Seminar, zu denen ich aufgeblickt habe, wo ich dachte, okay, der bringt mir jetzt bei, wie es wirklich funktioniert. Die sind nicht mehr da. Die haben mal so zwei, drei, vier Jahre gehabt, wo sie irgendwie, wo das gut gelaufen ist. Aber selbst die haben irgendwann kapituliert. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Es ist nicht damit getan, dass ich ein paar Regelwerke auswendig lerne. Manchmal macht man selbst da überhaupt übrigens noch Fehler, aber es geht sehr viel tiefer. Das ist die Spitze des Eisbergs. Ich brauche das natürlich, so wie ein Arzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, so wie ein Arzt ein Skalpell braucht. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig, wenn er mit den bloßen Händen einen Körper aufschneiden muss oder möchte. Aber nur mit dem Skalpell, wenn man es mir in die Hand drückt, sollte man vielleicht besser nicht machen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, oder zu wenig Ahnung, wo was wie gemacht werden muss. Ich bin kein Mediziner. Und im Trading ist es so, dass viele wirklich glauben, okay, ich habe jetzt ein paar Strategien erlernt. Jetzt nehme ich mir mal von diesen 27 oder 30 Strategien, die ich erlernt habe, oder von diesen Handelstechniken, nehme ich mir mal zwei, drei raus, mache das mal über ein halbes Jahr und dann gucke ich mal, was rausgekommen ist. Und genau das ist eben so, wie es nicht funktioniert. Man muss da gerade planerisch, gerade im Mentalbereich auch, auch in der Frage, wie kann ich denn mich breit aufstellen, wie kann ich es denn auch wirklich gut umsetzen, wie kann ich diversifizieren, trotz meiner Einschränkungen, die man ja vom Kapital her hat, die man auch von der Psyche her hat, von der mentalen Belastbarkeit hat, wie kann ich es denn dauerhaft konsequent umsetzen? Denn das machen ja diejenigen, die wirklich auch Geld verdienen am Ende. Und da scheitern eben die allermeisten. Und das, was wir jetzt hier besprechen, wir durchlaufen jetzt mal die Achterbahnfahrt eines Traders aus den letzten Wochen. Und ich glaube, vielen werden sich viele erstens selbst wiedererkennen und dann wird vielen auch klar sein, warum sie vielleicht noch gar nicht an dem Punkt sind in der Entwicklung, an dem sie sich wähnen oder an dem sie gerne wären. Und damit dürfte auch klar werden, wo jeder Einzelne noch weiter an sich arbeiten kann. Jeder Trader, auch ich, natürlich der Ingmar, jeder wird immer jeden Tag, jede Woche, jeden Monat sich weiterentwickeln müssen, wieder dazulernen müssen, weil die Märkte sind dynamisch, die verändern sich. Man selbst erlebt Situationen, die so noch nie aufgetreten sind. Deshalb ist es ein endloser Lernprozess. Natürlich das, was noch on top kommt, also das zusätzliche Lernen, das sind natürlich dann irgendwann nur noch Feinheiten. Aber also wie im Sport, irgendwann sind es natürlich dann, wenn man jetzt die Top 10 der 100-Meter-Sprinter weltweit nehmen würde und lässt die jetzt einfach nur rennen und sagt, okay, rennt mal. Jeden Einzelnen lässt man rennen, sagt man, ui. Aber alle sehr, sehr schnell. Das sind dann natürlich, keine Ahnung, Hundertstel, die dann am Ende den Unterschied ausmachen auf absolutem Top-Niveau. Und so ist es im Trading natürlich auch. Irgendwann hat man sehr viel Wissen, man ist profitabel, aber um es dann wirklich auf eine sehr gleichförmige Equity, auf ein wirkliches Top-Niveau zu schaffen, und auch Überrenditen zu erwirtschaften, da braucht es natürlich noch mehr als nur ein paar Regelwerke. Deshalb, das wird ein ganz wichtiger Schritt sein. Und bezogen auf Lamba, das ist meiner Meinung nach das perfekte Beispiel der letzten 12 Monate. Am 9. Mai hat mich folgende Mail erreicht. Lamba bereitet mir große Sorgen. Viele Ausrufezeichen. Ich arbeite auch mit vielen Ausrufezeichen, wenn ich etwas besonders betonen möchte. Von daher kann ich das verstehen. Weiter schreibt der Kunde, der Kurs steigt und es gibt keine Widerstände mehr. Sollte man hier nicht besser mit dem Trend long handeln? Klassischer Lösungsvorschlag. Man projiziert die jüngste Vergangenheit in die Zukunft, lässt alles andere außer Acht, was eigentlich am Markt übergeordnet passiert, weil bei einem Rohstoff, wir haben auch gerade in dem Zusammenhang auch darüber gesprochen, wenn ich mich jetzt einfach mal nur frage, also ohne dass ich jetzt ins Detail gehe, was ist jetzt gerade bei Lamba los am 9. Mai oder zu dieser Zeit, aber wenn ich mich einfach mal frage, okay, was ist das für ein Rohstoff? Es ist Holz. Ist Holz ein Gut, was scheinbar endlich ist?
Sieht nicht so aus. Es ist noch genügend Holz da. Klar, wir haben natürlich Waldsterben. Es wird aber auch mittlerweile sehr viel nachgepflanzt. Aber es ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, jetzt in 10 Jahren gibt es keinen Baum mehr auf der Erde. Und wenn es so wäre, dann hätten wir alle ganz andere Probleme als den Bauholzpreis. Also da können wir mal sehr sicher sein. Also, es ist kein endliches Gut. Bei Bitcoins wissen wir, es werden nur noch bis zum Jahr XY Bitcoins gemeint. Das ist endlich. Hier, das ist nicht endlich. Das wächst auch nach. Es ist ein nachwachsender Rohstoff. So, das heißt, grundsätzlich kann ich dort ein Preisverhalten erwarten, was einer sehr breiten und vielleicht diffus angelegten, aber grundsätzlich einer Range gleichkommt. Das haben wir bei Weizen, wir haben das bei Märkten wie Baumwolle, also bei den ganzen nachwachsenden Rohstoffen, weil es eben irgendwann wieder nachwächst. Wenn viel nachgefragt wurde, dann wächst eben viel nach. Ich kann das auch vergleichsweise schnell, also bei Weizen ist es zumindest so, ich kann vergleichsweise schnell eine Nachfragedelle, eine Angebotsdelle, sorry, egalisieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier ist es auch so. Es ist also grundsätzlich ein Range-Markt. Viele leben aber dann in der Emotion und sagen, oje, jetzt steigt es und ich wüsste nicht, warum es jetzt irgendwann fallen soll. Dann hat mich wann war es? 17. Mai. Der gleiche Kunde, sind alles Mails vom gleichen Kunden. Folgende Mail erreicht: Ich habe heute geh- und entnervt meine Shorts verkauft, um größere Schäden zu verhindern. Täglich steigt es stärker. Also beim ersten Mailing, da waren wir so bei 580 ungefähr. 575, 580. Das war dieser Punkt hier. Zweite Mail ungefähr eine Woche später, 8 Tage später, hat der Kunde dann hier oben, wahrscheinlich am Tag zuvor, oder an dem gleichen Tag, weiß ich gar nicht genau. Ja doch, hier steht es ja heute. Also er hat an dem Tag die Position verkauft. Da standen wir bei 620 roundabout. Also ungefähr bei 620 ist er ausgestiegen. Wahrscheinlich ist er auch schon deutlich vorher reingegangen. Ich war auch einen Tick zu früh dran, ganz klar. Hab dann oben nochmal nachgelegt. Und das ist der entscheidende Punkt. Dass man zu früh dran ist, passiert mir auch ständig. Ganz einfach, weil Märkte sich grob kalkulieren lassen in 3/4 der Fälle, aber nie perfekt oder ganz, ganz selten perfekt. Das heißt, ich muss wissen, es wird zwischenzeitlich überreißen. Das muss ich von vornherein einkalkulieren und dann eben weitere Versuche in eine Richtung unternehmen, sprich mein Kapital aufteilen. Das ist an der Realität orientiert. Wenn ich weiß, ein Markt wird temporär überreißen, aber niemals dauerhaft, dann ist doch klar, wie kann ich dieses Problem lösen? Ich muss einfach stückeln. Ich muss auch mehrere Versuche mitunter unternehmen. Ich muss wissen, erster Versuch kann vielleicht fehlschlagen, zweiter auch. Dann wird eben der dritte und der vierte, die werden mir dann die Performance bringen. Und der Preis ist dann, wie wir sehen, kurz an die 640 rangelaufen, ist dann hat einen ersten starken Einbruch gehabt, so bis in die Region um 570 war das damals. Dann nochmal in die 600er Marke ran und jetzt sind wir in den letzten Tagen auch nochmal knapp 10% gen Süden gegangen in diesem Markt. Wir sind unter die 500er Marke gerutscht und standen jetzt am Freitag zum Schluss bei 487. Hier steht 485,80. Der letzte Tick, den es gab, 487. Ist auch egal, ob wir jetzt bei 487 oder bei 485 stehen. Interessant war der gleiche Kunde. Und das geht, das möchte ich an der Stelle betonen, weil da der ein oder andere sagt dann, ja, auf die Kunden drauf oder sonst irgendwas ist. Ich habe es extra anonym gemacht. Und so, dass überhaupt nicht mal ein Name dabei steht. Es geht nicht darum, irgendwelche Kunden zu diffamieren. Da ging es noch nie darum. Aber ich kann natürlich, wenn ich immer nur von mir erzähle, lernt ihr nicht viel. Wenn ich aber zeige, wie emotional werden Trader, wie emotional werden Gruppen von Tradern auch. Ihr habt es hier selbst erlebt mit den vielen Fragen zu Lambda. Viele werden sich daran erinnern, wo dann kam ja, okay, wie entwickelt sich's weiter? Und macht euch einfach mal bewusst oder schaut einfach nochmal nach, wann diese vielen Fragen kamen. Die kamen nicht, als der Preis hier unten war. Die kamen hier oben in dieser Region auch. In dieser Zeit haben einfach jede Woche zig Fragen, wie geht's da weiter? Warum? Weil das natürlich Angst verbreitet hat. Diese Entwicklung hat Unsicherheit geschürt bei den einzelnen Tradern. Trader wurden nervös. Darum geht es. Es geht niemals darum, deshalb auch völlig anonym. Es geht nur darum, diese emotionale Achterbahn hat jeder von euch und ich auch und der Ingmar auch hunderte Male durchlebt. Irgendwann kommt Zweifel auf. Es geht also nie darum, zu sagen, guck mal, wie bescheuert der Kunde ist. Total, das wäre ja dumm, weil man selbst ja in genau diesen Situationen schon 100 Mal war.
und man es nie ausschließen kann, dass man in ähnliche Situationen trotzdem wieder reinkommt, weil Trading ist ein emotionales Geschäft, sondern es geht immer darum, dass wir alle weiterkommen, dass wir uns weiterentwickeln und das bedeutet, wir müssen reflektieren. Und ich habe unheimlich viel gelernt durch die Zusammenarbeit mit Tradern, weil da die eigenen Fehler, die man selbst gemacht hat oder teilweise sogar immer noch gemacht hat, als ich vor 15 Jahren zum ersten Mal mit, oder knapp 15 Jahren mit Tradern zusammengearbeitet habe, habe ich selbst schon natürlich einiges gewusst, aber ich habe auch selbst noch viel, viel öfter dadurch dann den Spiegel vorgehalten bekommen. Also deshalb, das ist ein unheimlich hohes Gut und wer bei solchen Themen gut zuhört und das richtig auffasst, der kann sich enorm weiterentwickeln und kann an den entscheidenden Punkten wirklich bei sich auch nachjustieren. Und wir sehen hier auf jeden Fall, dass jetzt am 20. Juli kam die Mail, habe im Live-Trading Room gesehen, dass Sie zu 484 long gegangen sind. Können Sie erklären, warum? Holz fällt wie ein Stein, ist unheimlich schwach. Ein und derselbe Kunde hat eine irre emotionale Achterbahnfahrt erlebt und hat immer die jüngste Entwicklung in die Zukunft projiziert. Hier oben, als der Preis natürlich beschleunigt hat, gen Norden, hat der Kunde, ist er natürlich emotional geworden, ist ängstlich geworden. Wie geht's weiter? Kann das ins Unermessliche steigen? Wir hatten selbst ein Seminar auch gehabt in dieser Zeit. Waren ja einige von euch auch dabei. Auch da gab es unheimlich viel über Lamba, haben wir sehr viel über Lamba gesprochen am Rande der Veranstaltung. War auch bei vielen, viele waren hoch investiert. Erstmal war für mich die Frage interessant, wieso haben denn jetzt von den 40, 50 Trades, die ich zuletzt gemacht habe, so viele Lamba gehandelt? Kam heraus, weil ich es etwas ausführlicher besprochen habe. Auch sehr interessant, weil man offensichtlich aus dazu neigt als Mensch, dass wenn etwas ausführlich besprochen wird und sehr detailliert dargelegt wird, warum, wieso, weshalb, dass es dann sicher ist. Das ist aber leider Gottes nicht so. Aber das war zum Beispiel auch etwas, wo ich auch wieder was dazugelernt habe, wo ich wieder dazugelernt habe, dass daraus dann Sicherheit hergeleitet wird. Das war mir vorher auch in dem Maß nicht bewusst. Also auch da haben wir viel drüber gesprochen. Und der Kunde hat genau diese Achterbahnfahrt erlebt, die zumindest diejenigen, die mir damals auch dort berichtet haben, wie sie positioniert sind, auch durchlebt haben. Und interessant, dass an den Hochs, da wo der Preis wirklich hoch war, und wenn man ein bisschen zurücktritt und nicht emotional involviert ist, wo man sagt, okay, Moment, was haben wir hier für einen Markt? Bauholz ist ein nachwachsender Rohstoff. Das wird nicht ins Unermessliche steigen. Das wird temporär kurz überreißen. Was haben wir gerade für fundamentale Bedingungen? Wofür wird Bauholz verwendet? Bauholz wird, wie der Name schon sagt, beim Bau von Häusern verwendet. So. Auch neu gebaute Häuser, speziell dann natürlich auch in den USA, wo sehr viel mit Holz gebaut wird, also sehr viel mehr als hier. Ist das ein endloser Markt? Nein. Es gibt auch da eine gewisse Sättigung, weil es immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten gibt, die neue Häuser bauen wollen und das auch überhaupt können. Und wenn die gebaut haben, bauen sie nicht das nächste. Also nicht so wie mit einer Packung Kaffee, wo man sagt, ach, das hat aber gut geschmeckt und war günstig, ich trinke heute mal 3 Tassen mehr, sondern wenn ich ein Haus habe, habe ich es, bumm, fertig. Dann baue ich kein neues. Wir haben natürlich Naturkatastrophen, die werden aber auch nicht exponentiell ansteigen. Da gibt es eine leichte Tendenz, dass es mehr wird, klar. Aber insgesamt kann man noch sehen, okay, Zinsen steigen, es gibt sowieso eine gewisse Sättigung. Durch die steigenden Zinsen wird auch weniger neu gebaut werden. Das ist eigentlich ein ganz klassischer Zusammenhang. Also hätte man an der Stelle, wo auch der Kunde emotional wurde und wo er wahrscheinlich leider im Verlust dort ausgestiegen ist, hätte man das viel objektiver betrachten können und müssen, weniger emotional und hätte den Trade anders managen müssen. Ich habe hier oben noch sogar mal richtig nachgelegt, also nicht ganz am Hoch. Das mögen andere erzählen, aber ich habe hier in der Region 615 tatsächlich noch mal ein bisschen nachgelegt. Das waren mal dann so 2, 3 Tage, wo es wirklich unangenehm war. Ich bin bei der 615er Position auch deutlich zu früh raus. Da bin ich bei 588, glaube ich, oder also gab es 3 Tage Limit Down. An dem dritten Tag bin ich da ausgestiegen. Also auch viel zu früh raus. Aber das Entscheidende ist, das Timing war bei mir jetzt auch nicht perfekt in der Umsetzung, wobei der Forecast hat das perfekt prognostiziert, wie wir gleich sehen werden. Aber ich hatte schon eine
eine erste Position drin, einfach weil wir diese obere Range, diese 10-Jahres-Range oder diese Allzeit-Range penetriert hatten. Dadurch hatte ich schon eine erste Position drin. Also Timing insgesamt war auch nicht perfekt. Nur da, wo viele emotional kollabieren und sagen, ich schmeiß jetzt alles aus Angst und völlig unsachlich so einen Trade verwalten. Sachlich wäre ja, okay, ist es überbewertet? Was zeigt der Forecast an? Was ist für die nächsten Wochen zu erwarten? Und unsachlich ist, ist gar nicht böse gemeint, unsachlich ist, man wird emotional, schmeißt einfach, weil man Angst hat. Das passiert immer wieder. Ein Tipp, den ich euch da geben kann, was ich bei mir früher gemacht habe, in der Zeit, wo ich wirklich auch noch so ein bisschen wackelig war im Trading, ich habe irgendwann für mich festgestellt, wenn ich mir die Frage laut stelle, warum ich jetzt den Trade eröffne, beziehungsweise warum ich ihn jetzt schließe, ich habe mir immer laut die Frage gestellt, ist das methodisch korrekt oder ist das Motiv Angst? Und wenn das Motiv Angst war, Angst, Gewinne wieder abzugeben, Angst, Verluste zu machen, dann habe ich das nicht gemacht. Also dieses, ich meine, ihr sitzt ja wahrscheinlich sowieso allein in eurem Büro oder in eurem Raum, wo ihr tradet. Das kann wirklich helfen, wenn man das für sich laut vor sich hin sagt, diese Frage. Ist was anderes, als wenn man es nur durchdenkt. Weil laut vor sich hin gesagt, ist es halt etwas anderes, ist ausgesprochen. Und hätte man also sehr viel anders verwalten können. Und das ist das Ärgerliche jetzt, auch in solchen Situationen. Sie sind potenzialträchtig. Sie haben unheimlich viel Potenzial, aber man wird immer wieder in der Emotion gefangen sein. Und der gleiche Kunde, der hier oben gesagt hat, das wird doch immer weiter steigen, oder was hat er geschrieben? Mit dem Trend Long handeln und um größere Schäden zu verhindern, ausgestiegen. Das heißt, er ist ja davon ausgegangen, dass es weiter steigen wird. Mir haben damals auch bei dem Seminar dort, haben einige gesagt, ja, es kann doch auf 800 steigen, es kann doch auf 1000 steigen. Theoretisch ist vieles möglich. Man kann natürlich nie etwas ausschließen. Aber faktisch war es so, dass wir da ja schon gesehen haben, dass der Forecast eben ab Mitte Mai gen Süden zeigt, und zwar sehr stark, dass das alles wieder abverkauft werden soll, was da als Anstieg kam. Und das ist auch passiert. Und der Forecast hat ja sehr starke fundamentale Einflussfaktoren, wir werden es gleich sehen. Aber statt sich an so etwas zu halten und daran zu orientieren, was natürlich auch mal ein paar Mal fehlschlägt, in anderen Märkten in der gleichen Zeit auch schlechte Prognosen mal abgeliefert hat, völlig klar, das wird immer passieren, wird eben nur in 70-75% der Fälle funktionieren. Aber statt sich an etwas Fundamentales zu halten, wurde die Emotion getradet. Oben mit Verlust raus. Und es haben einige richtig Kohle verdient dort mit den Prognosen. Einige, die sogar den Forecast besser gehandelt haben oder besser enger am Forecast gehandelt haben, als ich es gemacht habe, haben richtig Geld verdient. Aber bei anderen ist es so, dass die plus minus null am Ende raus sind oder dass sie halt total in der Emotion lebten und oben gedacht haben, jetzt steigt es immer weiter, und unten, wie jetzt hier auch, gleicher Fehler, und zwar innerhalb von 6 oder 8 Wochen. Und das ist das Interessante, habe ich diese Woche auch im Trading Room gesagt, als ich die Position Long aufgemacht habe. Das ist ja jetzt für mich nur ein kurzfristiger Trade dort, weil immer noch sind die Intermarkets eher negativ für den Bauholzpreis. Das ist ein kurzfristiger Trade, wo ich versuche, so 1400, 1500 Dollar mitzunehmen, wenn es klappt. Aber das Interessante ist, man projiziert offensichtlich immer die jüngste Vergangenheit in die Zukunft. Und normalerweise, wenn das so wäre, dass der Markt ja da oben, dass es so ausschaut, dass der immer weiter nach oben geht, dass der auf 700, 800 steigt, dann müsste man doch jetzt eigentlich, müsste doch derjenige, der da oben gesagt hat, das wird immer weiter steigen, der müsste doch jetzt froh sein, dass er günstig einsteigen kann, müsste jetzt sagen, ja klar, Long, wir kommen ja jetzt hier 150 Dollar besser rein. Natürlich gehen wir jetzt Long, aber da sieht man eben die emotionale Verwaltung. Also wenn es so wäre, dass es eine fundamental begründete These ist, ich bin einfach falsch mit meinen Shorts, Long wäre richtig, deshalb hat er seine Short-Position geschlossen, dann müsste ja die gleiche Person an dem Punkt hier unten sagen, jetzt aber volle Kanne rein, weil da oben war es ja schon teuer und jetzt wird es sowieso auf 700 oder 800 raufgehen, jetzt Long, natürlich. Aber wenn die gleiche Person, und das ist ein ganz klassischer emotionaler Verlauf, den jeder von uns mit Sicherheit kennt, also ich kenne ihn zu Genüge, oben denkt man, jetzt kannst du noch steigen, und unten denkt man, das kann nur noch fallen. Und was passiert? Die Märkte machen eben genau das Gegenteil. Sie drehen weg. Wir werden es nie punktgenau erwischen, diese Wendepunkte, oder sehr, sehr selten. Aber das ist ein ganz, ganz großer Punkt, und das ist auch das, was wir herausgearbeitet haben in dem Webinar für diejenigen, die in der Ausbildung teilgenommen haben. Und wir werden auch nachher, haben wir wieder ein Webinar ab 14 Uhr, wo es genau darum geht,
herauszufinden, wieso kriegt es der Einzelne noch nicht hin, das so umzusetzen, wie er es gelernt hat, wieso kriegt es der Einzelne nicht hin, profitabel zu sein oder noch nicht so profitabel, aber auch, wieso haben einige gigantische Überrenditen erwirtschaftet, die bei einer breiten Streuung auch nicht sein könnten. Also auch das, man muss das ja auch analysieren. Viele machen das ja nicht. Man guckt ja immer nur dahin, wo es schlecht gelaufen ist. Also jemand, der jetzt in den letzten 12 Monaten, hat mir einer geschrieben, hat $100.000 verdient. So jemand wird ja nie kritisch hinterfragen, wie kam das denn zustande? Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch mal sehr viel sechsstellig verdient gehabt an der Börse in den Anfangsjahren. Und ich habe natürlich auch nicht hinterfragt, ob das denn auf mein Können zurückzuführen ist oder worauf denn sonst. Und hätte ich das gemacht, dann wäre mir die anschließende Phase zumindest zu einem Großteil erspart geblieben. Aber ich habe es erst hinterfragt, als alles wieder weg war. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Also wenn man jetzt denkt, okay, ach so, wir besprechen jetzt, warum Einzelne nicht profitabel sind. Nein, nein, da sind einige, die haben Renditen erwirtschaftet, wo ich auch sage, das muss kritisch hinterfragt werden. Du hast entweder zu aggressiv getradet, du hast überhebelt oder du hast Klumpen gebildet, wo du vielleicht eins, zwei Strategien rausgenommen hast. Das waren halt mit Glück. Bei dem einen waren es vielleicht mit Pech die Strategien, die am schlechtesten performt haben. Bei dem anderen sind es mit Glück die, die am besten performt haben. Aber wenn derjenige nicht sich das bewusst macht, dann wird die Abweichung nach oben, die vielleicht, wo jetzt keiner sagt, warum soll ich denn jetzt, wenn ich 100.000 verdient habe, warum soll ich denn jetzt das hinterfragen? Genau das ist der entscheidende Punkt. Wir haben es jetzt bei der Nationalmannschaft gesehen, anderes Thema, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns alle. Und da kann jeder, das ist auch das, was ich natürlich in diesen 20 Jahren schon so zwei, dreimal erlebt habe und wo ich auch sehr viel gelernt habe und hinzulernen musste, dass man natürlich genau dann, wenn es sehr, sehr gut gelaufen ist, ich hatte auch da um die Weltmeisterschaft herum 2, 3 Jahre, wo es super gelaufen ist, man wird dann, ich würde jetzt nicht sagen, dass man nachlässig wird, aber man neigt dann mitunter dazu, dass einem das Bewusstsein dafür fehlt oder dass das Bewusstsein nicht so stark präsent ist, da wird jetzt eine ganz andere Phase auch kommen. Ich hatte dieses Bewusstsein definitiv, aber bei ganz vielen war das nicht so. Die sind einfach aufgesprungen, haben gesagt, okay, das läuft ja Bombe, das läuft nur in eine Richtung. Und deshalb haben wir auch so viel Zeit darauf verwendet, auch eigentlich einen ganzen Block in der GoFo Professional Ausbildung über Drawdowns zu sprechen, über den Umgang mit Verlusten, über die Techniken, wie man damit umgehen kann, über Equity Trading, aber sträflich vernachlässigt. Und genau da an diesen Punkten muss man intensiv ansetzen. Um das Thema Lamba noch abzuschließen, bevor wir dann zum Thema Gold übergehen, möchte ich euch noch den Forecast zeigen. Das ist der Original-Forecast aus dem RW-Mentoring-Programm, den auch jeder im Original vorliegen hat und ausgehändigt bekommen hat und auf Lebenszeit nutzen kann. Wenn jetzt jemand, ein Kunde hat mir das ja geschrieben, dass er sich einfach an den Forecast gehalten hat, weil ich hatte, wie gesagt, auch eine Position schon short drin auf Basis der Range, weil ich in mehreren Tranchen reingehen wollte. Ein Kunde hat wirklich sich stur an den Forecast gehalten, hat hier an diesem Punkt long gehandelt. Das war so bei 501 ungefähr und hat hier oben bei 607, 608 liquidiert. Diese Bewegung war $11.770 pro gehandeltem Kontraktwert. Und die Margin ist bei Lamba unfassbar gering, wo ich bis heute nicht verstehe, wie man so eine geringe Margin ansetzen kann. Die ist bei meinem Broker irgendwo bei 500 irgendwas Dollar. Wahnsinn. Also einer der volatilsten Märkte, wer jetzt diese Woche im Live-Trading dabei war, als die Position da lief, der hat das Sprünge gemacht. Innerhalb von wenigen Ticks waren wir da $400 vorne, dann wieder nur noch $100 vorne. Wahnsinn. Also wie man da die Margin so niedrig setzen kann, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Das kann ich auch überhaupt nicht unter Risikogesichtspunkten nachvollziehen. Also auf jeden Fall pro gehandeltem Kontrakt, der sehr günstig ist von der Margin, hätte man hier mit dieser Aufwärtsbewegung, mit dieser Prognose 11.770 verdient, wenn man sich wirklich stur an den Termin des Forecasts gehalten hätte. Hier der Start, hier die Wende. Die tatsächliche Wende kam ein bisschen früher. Deshalb ist man auch hier nicht bei 640 rein, wie man es vielleicht illusorisch gerne gemacht hätte, sondern wäre bei 607, 608 reingekommen auf der Short-Seite. Und dann hätte man bis jetzt, der Trade läuft ja noch, beziehungsweise liefe ja noch,
hätte man bis jetzt 13.200 Dollar Gewinn gemacht pro gehandeltem Kontrakt. Das heißt, mit zwei Trades hätte man sich hier eine gigantische Rendite erwirtschaften können. Natürlich hat man da auch Schwankungen dabei, die auch im vierstelligen Bereich sind. Das muss man auch klar dazu sagen. Aber der Forecast hat das hier extrem gut vorgezeichnet. Und wenn man sich anschaut, viele oder die allermeisten Schwünge sind hier gut vorgezeichnet. Ganz einfach, weil Bauholz ein sehr berechenbarer Markt ist verglichen mit anderen. Sehr berechenbar bedeutet aber nicht, dass ich jetzt dort perfekt die Wendepunkte treffe. Wenn das so wäre, dann wäre ich ja nicht zu früh raus und zu früh rein, sondern dann hätte ich ja genau die exakten Wendepunkte erreicht und getroffen. Aber sehr interessant. Nur jetzt kann man sich wieder als einzelner Trader die Frage stellen, was hat man selbst rausgeholt? Warum ist man viel zu früh rein? Warum ist man viel zu früh raus? Hat man denn nach irgendeinem System gehandelt oder hat man die Emotion gehandelt? Und ich glaube, bei vielen wird es so gewesen sein wie bei dem Kunden hier. Und gerade mit solchen Kunden zum Beispiel arbeiten wir, wenn wir in dem Master Trading Bundle, was wir jetzt aufgesetzt haben, arbeiten, genau an diesen Punkten setzen wir an, dass wir natürlich in Form eines Psychologen, den wir dabei haben, solche Muster, solche Verhaltensmuster aufzeigen, dass wir technische Umsetzung natürlich auch, weil es einige natürlich auch gibt, die zum Beispiel bei dem Trading Room, denen das zwar natürlich viel hilft, die aber jetzt nicht jeden Trade umsetzen können. Da kann man gucken, gibt es einzelne Strategien, die man automatisiert. Also das sind genau diese Punkte, wo man dann halt nochmal meiner Meinung nach weiterarbeiten muss. Man weiß schon viel, man hat viel gelernt, hat sich schon toll entwickelt, aber es ist noch nicht in dem Maß profitabel. Man hat vielleicht ganz andere Ziele, man ist vielleicht profitabel, aber man möchte noch viel dynamischer vorankommen. Man macht immer noch Fehler, man hat immer noch seine emotionalen Phasen. Genau an diesem Punkt arbeiten die allerwenigsten weiter. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man dann nicht sagt, wow, aber das habe ich jetzt irgendwie anders erwartet, da hätte ich jetzt mir mehr erwartet, sondern einfach zu gucken, okay, woher kommen die Diskrepanzen? Was hätte ich normalerweise verdient? Woher kommen die Undiszipliniertheiten? Woher kommen die Umsetzungsfehler? Woher kommen die Lücken bei den umgesetzten Trades? Und dann zu gucken, liegt es an den Emotionen? Dann muss man dort arbeiten. Liegt es an der technischen Umsetzung, weil ich es einfach zeitlich nicht organisiert bekomme? Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Aber an diesem Punkt oder bis zu diesem Punkt gehen eben nur wenige. Und deshalb verdienen auch am Ende nur wenige Geld, weil viele dann irgendwann sagen, ach, ich hätte das mir aber einfacher vorgestellt, man muss ja doch viel lernen und man muss ja doch ein bisschen Zeit aufwenden, um sich zu entwickeln, also Zeit fürs Lernen aufwenden, für die Entwicklung. Und deshalb, das ist meines Erachtens ganz, ganz logisch, weil am Ende verdienen wirklich wenige viel Geld. Natürlich sind einige profitabel, klar, aber diejenigen, die wirklich viel Geld verdienen auf Dauer, das sind wenige. Und warum es wenige sind? Weil nur wenige so weit und so akribisch arbeiten. Viele sagen dann, ach, jetzt habe ich hier schon so viel Zeit reingesetzt und so viel Geld ausgegeben oder so viel Geld auch am Markt als Lehrgeld bezahlt. Und jede Erfahrung wird immer Geld kosten an der Börse. Wer das sich nicht bewusst macht, wird da große Probleme haben. Und über diese Schmerzpunkte hinauszugehen, zu sagen, okay, jetzt ist es unangenehm, mich jetzt nochmal zu reflektieren. Jetzt mache ich aber weiter. Dieses Weitermachen fällt immer schwer. Und das machen eben immer weniger. Je weiter die Schritte gehen, desto weniger machen das. Und deshalb sind dann am Ende halt, ist es ein vergleichsweise kleiner Teil da draußen, der das Ganze erfolgreich gestaltet. Gibt es bis hierhin Fragen zum Thema Lambda? Ich habe das meiste eigentlich beantwortet, René, direkt im Chat. Ich schaue gerade noch mal drüber. Aber da kam jetzt eigentlich nichts mehr. Falls gleich noch was reinkommen sollte, dann werde ich einfach noch mal das Wort ergreifen dazu. Genau, alles klar. So, dann Thema Gold. Wir haben neulich auch schon mal drüber gesprochen. Und das hier ist nicht, also hier steht Original Forecast. Also ist nicht der Original Forecast, sondern das ist die Seasonal Projektion. Das ist hier noch fälschlicherweise von der vorherigen Folie drin. Sorry. Also wir sehen hier den Goldpreis. Wir haben uns schon den Forecast dazu angeschaut in den vergangenen Wochen, haben auch darüber gesprochen, dass es gemäß Short-Term Forecast sollte es nochmal einen Rücksetzer geben. Den haben wir jetzt auch tatsächlich gesehen und sind da in einen kritischen Bereich auch gefallen, beziehungsweise unter einen kritischen Bereich. Wir haben so gesehen, 1250 bis 1280 ist ein harter
ja, Volumensupport sozusagen gewesen, als wir von oben kamen. Und da sind wir zumindest vorübergehend durchgereicht worden nach unten. Dadurch ist Gold auch nach vielen klassischen Techniken auch wirklich angeschlagen. Also ich habe es jetzt nicht mehr angeschaut, aber ich würde mal meinen, dass wahrscheinlich viele charttechnische Analysen, die man jetzt im Moment irgendwo liest, werden wahrscheinlich eher so sein, dass sie eher für die Short-Seite lauten oder dass es noch weiter nach unten gehen wird. Wenn wir uns jetzt die Saisonalität anschauen, dass diese rote Linie hier, dass die saisonale Projektion, das heißt, also man nimmt die Saisonalität, die unterjährige Saisonalität wird hier in den Chart reingenommen. Und das nimmt hier jetzt die letzten 8 Jahre. 8 Jahre deshalb, weil wir 2011 in den Bärenmarkt übergegangen sind. Und wenn ich auf der Long-Seite aufgrund des Forecasts, Intermarkets zeigen einen Anstieg ab August an. Wenn ich also für die Long-Seite einen Einstieg suche und Long-Trades machen möchte, dann ist es für mich persönlich sehr interessant und wichtig zu wissen, wie stabil ist denn diese saisonale Phase, die ich da eventuell jetzt vor mir habe? Und wenn wir in einem Bärenmarkt, und wir waren in den letzten 8 Jahren in einem Bärenmarkt, wenn wir in einem Bärenmarkt in dieser Zeit Anstiege gesehen haben und das eigentlich so eine von zwei Haupttrendphasen, also die eine Phase ist natürlich um den Jahreswechsel herum, kennen wir, dass das wie bei Platin auch Ende Dezember anfängt anzusteigen oder hier in dem Fall sogar im November anfängt anzusteigen und dann bis in den Februar hinein nach oben zieht. Das ist die eine saisonal sehr stabile Phase. Stabil heißt, in nahezu jedem Jahr funktioniert das. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt, aber es funktioniert sehr, 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 sehr zuverlässig. Und die andere ist eben hier ab Mitte Juli, so um den 18., 20. Juli, 19. Juli hier herum, haben wir auch einen sehr starken Anstieg hier, der bis Mitte August ungefähr reicht. Heißt also, wir gucken uns die Saisonalität an, betrachten aber jetzt nicht, keine Ahnung, 40 Jahre pauschal und sagen, okay, sieht gut aus, sondern ich habe jetzt mal spezifisch die letzten 8 Jahre rausgegriffen, weil wir seit 2011, also eigentlich seit 7 Jahren, sind wir in einem Bärenmarkt. Und da ist es natürlich interessant, einfach zu sehen, ist der Markt denn selbst in diesem bärischen Umfeld in dieser Phase stark gewesen? Und die Antwort ist ja. Und ja, wir werden sehen. Also von daher, dieser Sell-off, den wir da jetzt in den letzten 2 Tagen gesehen haben und das vermeintliche Reversal, geben eigentlich schon eine erste Preisbestätigung dafür, dass dieses Szenario möglicherweise wirklich auch in diesem Jahr eintreten wird, dass wir jetzt wieder einen Aufschwung sehen. Technisch gesehen, wenn man das jetzt rein technisch betrachtet oder auch vom Volumen her, sind wir, solange wir unter der 1240, 1260, 1280 sind, ist der Markt tatsächlich noch angeschlagen. Also wir müssten, damit Gold wirklich in einem ruhigen Fahrwasser wieder ist, müsste es auf Tages-, aber speziell auf Wochenschlusskursbasis über die 1260 Minimum drüber, eher sogar über die 1282, 1283. Das wäre da ein wichtiges Level, was es zu überwinden gilt. Und schauen uns als zweites auch noch die COT-Daten an. Die sind ja natürlich auch kein perfektes Timing-Instrument, können uns aber ganz gute Hinweise geben, ob das denn halbwegs hinkommen kann, was wir jetzt hier erwarten oder was ich hier erwarte, oder ob das völliger Käse ist. Das wird sich natürlich im Endeffekt immer erst später hinaus herausstellen. Aber wir sehen hier, dass die Commercials, die sich ja hier, die hier immer netto short sind, bis auf, also wirklich verschwindend geringe Anzahl von Tagen, die hier so gut wie immer netto short sind, weil es eben überwiegend Produzenten sind, dass die zuletzt ihre Absicherungspositionen weiter reduziert haben, was auch ganz typisch ist, was auch ganz klassisch ist. Und ungefähr auf dem Niveau, auf dem wir jetzt sind, sind in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Rallye-Schübe gestartet. Auch so auch aus dieser Preisregion heraus. 1200, 1240, 1250. Das waren diese beiden, ja, Erhöhungen hier, also diese beiden sehr reduzierten Absicherungspositionen. Dann hatten wir das Ende 2015. Da haben auch alle Gold nur noch bearish gesehen, dass es ins Bodenlose fallen wird, auf 700, auf 800. Gleiches Problem, was wir eben bei Lumber besprochen hatten oder anhand dieses Beispiels besprochen hatten.
Man projiziert immer die jüngste Vergangenheit in die Zukunft. Bei Gold wäre das natürlich, dass man jetzt sagt, wie kann man denn da jetzt long gehen? Wir werden sehen, ob es richtig ist, da auf der Long-Seite was zu machen. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, werden wir in 1, 2 Jahren sehr viel besser beurteilen können als jetzt. Aber rein methodisch, Absicherungspositionen sind deutlich zurückgefahren worden, Spekulanten sind unterinvestiert. Zyklisch, saisonal müssten wir nach oben ziehen ab jetzt. Intermarkettechnisch ab August bis in das Frühjahr hinein, da gibt es August und November, das sind zwei wesentliche Kaufzeiten oder Einstiegszeiten bis in den Februar, März hinein, zeigt der Intermarket-Forecast ziemlich stringent gen Norden. Also alle Faktoren, die ich benutze, es gibt natürlich noch viele andere Faktoren, die man benutzen kann, aber alle fundamental basierten Faktoren, die ich benutze, zeigen mir an, dass ich Gold auf der Long-Seite handeln sollte. Deshalb werde ich natürlich genau das auch machen. Ich werde mich nicht gegen die statistischen Wahrscheinlichkeiten stellen. Das hat in der Vergangenheit viel öfter funktioniert, als es nicht funktioniert hat. Und es hat viel mehr Dollar verdient, als es bei den schlechten Trades Dollar verloren hat. Deshalb werde ich mich immer mit den Wahrscheinlichkeiten positionieren. Wohl wissend, im einzelnen Fall wird das auch mal fehlschlagen. Ich hatte euch übrigens, glaube ich, beim letzten Mal von der Pokerspielerin erzählt, in einem anderen Webinar. Da kamen auch einige Fragen dazu. Werde ich schauen, dass ich diesen Podcast nochmal finde. Ist nicht vergessen, aber ich habe den nicht abgespeichert leider und muss das nochmal in Ruhe suchen. Werde ich aber die Tage machen. Also vielleicht kann ich euch das sogar hier auch im Trading Insights dann nochmal aufzeigen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Saisonalität zeigt gen Norden ab 19. Juli. Wir haben eine untere Umkehr jetzt gehabt, sind allerdings natürlich noch immer angeschlagen unterhalb des Effizienzbereichs, der sich von 12,40 bis 12,80 erstreckt. Solange wir darunter sind, ist auf jeden Fall angesagt, mit angezogener Handbremse zu agieren. Angezogene Handbremse bedeutet nicht, dass wir uns in die Hose machen, sondern es bedeutet moderate Positionsgröße. Moderater Hebel, wenn man mit Hebeln agiert, moderate Positionsgröße. Aber trotzdem, wenn uns die Saisonalität, wenn uns die Intermarkets, wenn uns die COT-Daten anzeigen, für die Long-Seite wird es jetzt interessant und wir auch auf Preisebene einen ersten Ansatz für eine Umkehr bekommen, dann versuche ich das. Völlig klar, dass das nicht perfekt sein wird, auch braucht man auch nicht drüber reden, aber methodisch gesehen gehe ich ebenso vor, nur mit moderater Gewichtung. Das ist eben der entscheidende Punkt. Und das ist der Punkt, an dem viele schon auch gar nicht mehr zuhören, weil sie dann sagen, ja gut, also er hat gesagt long. Aber der entscheidende Punkt ist eben, mit wie viel. Und das ist etwas, was mir auch erst mit der Zeit aufgefallen ist. Damals, als ich bei Termintrader einen Live-Trading-Room hatte, ist mir auch erst aufgefallen, also da ist es mir wirklich mal so richtig bewusst geworden, dass ich sehr viel Performance über Risikomanagement, über cleveres Risikomanagement mache. Und das muss man erlernen. Das Equity-Traden muss man erlernen, die Einsatzhöhe richtig zu wählen, ein Gespür auch dafür zu haben und die Erfahrungswerte zu haben, wann setze ich weniger ein, wann setze ich mehr ein. Das muss man mit Erfahrung, mit viel Training, mit viel Reflexion, muss man das erlernen. Weil damals war es so, die wollten nicht in Dollar ausgedrückt, weil ich hatte ja ein Echtgeldkonto dort gehandelt. Ich habe immer gesagt, lass uns die Dollar-Performance oder die Euro-Performance veröffentlichen. Und die wollten halt die DAX-Punkte zählen, weil das für viele Kunden scheinbar pragmatischer ist, wenn man dann irgendwie 1000 DAX-Punkte verdient hat. Und da ist mir, oder S&P-Punkte waren das damals, weil ich im S&P gehandelt habe. Und da ist mir dann aufgefallen, wenn man das macht, ich hatte einige, das war mit CFDs damals noch, ich hatte einige Trades mit 0,1 Lot gemacht, also verschwindend gering gewichtet, die liefen 300, 400 Punkte gegen mich und andere Trades mit 2 Lots, die liefen 30, 40 Punkte für mich. Und wenn man dann die Punkte zählt, käme ja was komplett anderes raus. Und da ist es mir so richtig bewusst geworden. Also ich wusste es schon, aber wirklich ins Bewusstsein ist es mir da gekommen, wie wesentlich dieser Anteil des cleveren Ein Setzens, Aussetzens beziehungsweise des cleveren Gewichtens, das doch im Handel ist. Und das ist etwas, was viele vernachlässigen. Und auch da setzen wir natürlich auch mit den Leuten, die jetzt da in dem Master Trading Bundle dabei sind. Genau das ist das, was wir dann machen. Das ist halt so meines Erachtens der letzte Schritt, den Trader machen muss, dass er dann eine Feinjustierung vornimmt. Die einen machen es selbst, weil sie vielleicht erfahren genug sind und das Reflektieren hinbekommen. Viele brauchen dann Feedback von außen. Das muss jeder natürlich für sich selbst schauen, ob er das selbst hinbekommt.
da so zu reflektieren. Aber das ist hier die Gemengelage, Gold also tendenziell für die Long-Seite interessant. Und da möchte ich dann den Ingmar ins Boot holen, der von der Produktseite hier aufzeigen kann, wie wir das Ganze nutzen könnten. Ja, vielen Dank, René. Zunächst einmal ein Hinweis noch, weil jetzt doch einige Rückfragen noch kamen zu Gold auch. Ich würde sagen, ich mache jetzt erst ein bisschen was zur Produktauswahl und anschließend übergebe ich nochmal zu dir und gebe dir die Fragen weiter, dass wir die dann vielleicht noch abarbeiten können, damit jeder auch Bescheid weiß. Alles okay, klar. Machen wir so, super. Also was ich gerade auch sehr interessant fand, was der René gesagt hat, dass die jüngste Vergangenheit immer in die Zukunft projiziert wird. Das ist das, was mir auch immer wieder auffällt. Ich habe es gerade erst vor kurzem wieder jetzt gesehen bei der Deutschen Bank zum Beispiel. Da war es genauso. Deutsche Bank ist ja unter 10 Euro wieder gefallen. Und bei meinem Investmentbrief, IK Invest, die dabei sind, die wissen das ja, habe ich dann eben eine Long-Position aufgemacht mit einem Discount-Call-Optionsschein, der eben davon profitiert, auch wenn die Volatilität, also die Schwankungsbreite wieder rausgeht aus dem einzelnen Markt, in diesem Fall Deutsche Bank. Und ich finde es dann auch immer ganz interessant. Also ich gucke auf der einen Seite dann verschiedene Webseiten durch und lese überall die Kommentare. Und das ist genau das, was der René sagt. Die charttechnischen Kommentare sind dann eher so, jetzt gibt es kein Halten mehr, jetzt bricht die Aktie ein, jetzt geht es auf 5 Euro, jetzt geht es auf 4 Euro oder auf 6 Euro oder wo auch immer hin. Und auf einmal kommen gute News. Das wusste ich natürlich auch nicht, dass gute Quartalszahlen kommen. Sonst hätte ich natürlich eine größere Position gekauft. Das kam natürlich sehr überraschend, auch für die Marktteilnehmer. Und auf einmal springt die Aktie wieder nach oben. Und genau auf den gleichen Seiten, wo einen Tag vorher noch stand, die Aktie fällt auf 5 Euro, steht am nächsten Tag, die Aktie geht jetzt auf 15 Euro oder 20 Euro. Also schon völlig wahnsinnig. Aber natürlich wird sich immer genau daran orientiert, was gerade gelesen werden möchte, wo man jetzt am besten drauf geht und ob gerade vielleicht eine Unterstützung gebrochen wurde oder ein Widerstand nach oben genommen wurde. Und ein großer Faktor, ich habe es gerade schon nebenbei so gesagt, ist natürlich auch, glaube ich, das, man schreibt das, was gerne gelesen wird, also auf vielen Seiten zumindest, weil man weiß, natürlich, wenn eine Aktie unter 10 fällt, als Beispiel Deutsche Bank, werden viele Leute nervös. Welcher Artikel wird mehr gelesen? Der, wo drin steht, das fällt auf 5 oder der, wo drin steht, jetzt geht es auf 50? Wahrscheinlich eher der, wo drauf steht, es geht jetzt Richtung 5, weil auf einmal die Emotionen hochkochen und Leute nervös werden und dann irgendwo einen Halt suchen. Und ich hatte mal mit einem Bekannten gesprochen, der damals Interviews geführt hat mit großen Tradern aus den USA oder Investoren, die eben Artikel geschrieben haben oder Bücher geschrieben haben. Und dieser Investor aus den USA, der hat zwei Bücher geschrieben. Einmal hat er eine große Aufwärtsbewegung vorhergesagt in seinem Buch, die dann auch eingetreten ist. Und einmal hat er eine Abwärtsbewegung oder einen Crash vorhergesagt und der ist auch genauso eingetreten. Und mein Bekannter, der hat ihn halt gefragt und hat gesagt, okay, was würden Sie heutzutage anders machen? Sie haben ja eigentlich im Endeffekt die Aufwärtsbewegung perfekt getroffen und Sie haben den Crash perfekt getroffen mit Ihrer Aussage, was würden Sie heute anders machen? Und hat er gesagt, er würde die Bücher genau andersrum schreiben. Eigentlich paradox und pervers, aber genau so ist es. Er hat gesagt, in dem Fall, wo es so tief gefallen ist, die Märkte, dann zu schreiben, jetzt kommt eine Aufwärtsbewegung, das Buch hat fast keiner gekauft. Die Leute wollten zu dem Zeitpunkt eher lesen, jetzt fällt es noch weiter, jetzt fällt es ins Bodenlose. Und auf der anderen Seite, als es sehr stark gestiegen ist, wollte keiner was von einem Crash lesen. Also hat da auch keiner das Buch gelesen. Also das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist unfassbar eigentlich, dass es so ist. Aber René hat es ja eben auch gezeigt, das war bei Lamba so, das ist in anderen Märkten so. Man tut sich immer schwer, antizyklisch in den Markt reinzugehen. Und ich glaube, dass das auch eben der Fall ist, warum halt die meisten Leute an der Börse Geld verlieren. René sagt es ja auch immer wieder. Von daher sollten wir versuchen, es andersrum zu machen. Und wir werden nie den perfekten Einstieg finden. Eben kam ja auch die Frage, zum Beispiel zu Lamba, wie hätte man da den perfekten Einstieg hinkriegen können? Ja, den perfekten Einstieg wird man nie hinkriegen wahrscheinlich. René hat es ja auch gesagt, René war auch zu früh drin auf der Short-Seite. Aber er hat eine Teilposition genommen, hat es ja eben auch nochmal gesagt, dass man dafür darüber natürlich viel steuern kann. Man geht mit einer ersten Position rein, einfach um den Fuß in der Tür zu haben. Und wenn man nochmal nachlegen kann, ist es ja auf keinen Fall verkehrt. Also muss sich einfach jeder selber überlegen, wenn man 3.000 Euro zur Verfügung hat, vielleicht nicht direkt, also 3.000 Euro für einen Trade zur Verfügung hat, nicht insgesamt, dass man dann sagt, erstmal 1.000 rein und dann später nochmal 1.000 und nochmal 1.000 und nicht sagt, ich muss direkt mit den kompletten 3.000 Euro in den Markt reingehen. Also vielleicht ganz kurz nur dazu, perfekt wäre in dem Fall gewesen, sich an den Forecast zu halten. Das hat ja ein Kunde gemacht, habe ich ja aufgezeigt, der hat das wirklich den Anstieg long gehandelt und genau zu dem Termin, wo der Forecast nach unten gedreht hat, hat er die Long-Position liquidiert und hat die Short-Position aufgemacht. Das wäre
fast perfekt gewesen. Bei 640 ist er zwar nicht rein, aber bei 608 oder so hat er das gedreht. Also das war ziemlich gut gehandelt. Nur muss man auch sagen, in dem Fall hat der Forecast extrem präzise getroffen. Beim nächsten Mal wird er vielleicht ein bisschen unpräziser sein. Ich glaube, wie der Ingmar auch schon sagt, bisschen mit einer Staffelung arbeiten ist sehr, sehr sinnvoll, setzt aber auch voraus, dass man, dass das auch der Plan ist grundsätzlich. Also bei mir ist das immer so, dass ich einfach das weiß. Es variiert. Der Ingmar macht es ja auch sehr ähnlich in vergleichbaren Situationen manchmal. Kann man aber auch jetzt nicht pauschal sagen, kommt immer auf die Situation drauf an. Also jetzt bei einer Aktie zum Beispiel da jetzt irgendwie noch zigfach nachzukaufen, ist was anderes als bei einem Rohstoff. Also haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber in der Situation wäre das, glaube ich, am cleversten gewesen, wenn Markt sehr ineffizient ist und Lambda ist ineffizient, dann neigen die zu extremen Überreaktionen. Und dann ist es meines Erachtens einfach realistisch. Es ist nicht schön, wenn man in der ersten Position hinten liegt, aber dann ist es realistisch zu sagen, okay, ich erwische die Wende sowieso nicht genau, dann staffel ich es so ein bisschen, dann kriege ich einen besseren Preis. Genau, ja, sehe ich auch so. Und jetzt wollen wir im Endeffekt mal uns zusammen anschauen, wie man eben sowas handeln könnte. Also einfach nochmal, ich meine, die meisten von euch wissen es wahrscheinlich mittlerweile, aber dass wir uns einfach nochmal angucken, wie sucht man Turbo raus, zum Beispiel über die Seite von OnVista, und wie berechnen wir jetzt eben den Einstieg, wenn wir zum Beispiel sagen wollen, wir wollen jetzt momentan noch gar nicht einsteigen, wir wollen eben warten, dass dieser Widerstand, den René angesprochen hatte, bei 1280 US-Dollar etwa erst wieder überschritten wird. Wie platziere ich dann eben meine Order? Wie berechne ich selber, wo ich das Zertifikat in diesem Fall dann steht, um eben einen entsprechenden Einstieg finden zu können? Das wollen wir jetzt mal machen. Von daher sind wir hier auf vonvista.de. Ich hätte auch jegliche andere Webseiten nehmen können. Ich bekomme dafür nichts, dass ich diese Webseite aufrufe. Allerdings, ich habe ja schon selber sehr früh angefangen mit 14 Jahren. Und vonvista ist eine der ersten Seiten, die ich damals benutzt habe, als ja, das Internet dann verbreiteter war. Von daher nutze ich diese Seite natürlich sehr, sehr gerne, weil ich mich gut dort auskenne. Wer jetzt eine andere Webseite benutzt, der soll die natürlich weiternehmen. Oder gerne auch mal, wenn dort Fragen sind zu anderen Webseiten, können wir das gerne auch mal in einem der nächsten Webinare besprechen. Klicken wir also hier oben auf Rohstoffe und ETCs und sehen dann hier die verschiedenen Rohstoffe aufgelistet. In diesem Fall suchen wir ja ein Produkt auf Gold, also klicken wir hier auf Gold. Jetzt haben wir hier diesen Snapshot eben auf Gold, können uns die verschiedenen Preisentwicklungen anschauen und so weiter und so fort. Kennt ihr alles? Und dann klicken wir hier auf Zugehörige. Und jetzt kann man natürlich sagen, was will ich haben? Will ich einen Optionsschein zum Beispiel haben? Will ich ein Anlagezertifikat haben, was hier unter Weiterderivate zu finden ist? Oder ein Knockout? In diesem Fall suchen wir nach einem passenden Knockout. Wir wollen ein Long-Produkt haben, da wir denken, dass der Goldpreis ansteigen wird. Und jetzt würde ich mal sagen, wir wählen mal Hebel bis zu 10 aus. Eher kann man es wahrscheinlich noch kleiner nehmen. Eher, René macht es ja auch immer so, 4 bis 6. Könnte man eher in der Region sich etwas suchen, aber wir schauen einfach mal. Soll ja auch nur ein Beispiel sein, um mal zu sehen, wie man so ein Produkt auswählen kann. Dann haben wir hier natürlich hier die Möglichkeit zu sagen, wollen wir einen Standard-Turbo haben oder wollen wir einen haben mit Stop-Loss, also das wäre in dem Fall in einem Mini-Future. Das mache ich ja auch jetzt mal. Ich sage, wir suchen nach einem passenden Mini-Future. So, und jetzt haben wir im Endeffekt eine Auswahlmöglichkeit. Wir sehen, dass es immer noch 556 Produkte gibt, die wir dort auswählen können. Von daher würde ich sagen, wählen wir den Hebel noch etwas enger, machen wir einfach mal 4 bis 5. Wie gesagt, das muss ja auch jeder für sich dann entscheiden, was er da nehmen möchte. Es geht ja nur darum, dass wir mal gemeinsam berechnen, wie man eben den Einstieg in diesem Falle ausrechnen kann. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal hier jetzt ein Produkt von der Deutschen Bank. Hier dieses hat einen Hebel von 4,914. Und würde jetzt momentan, beziehungsweise Stand Freitagabend, 21,37 € kosten. Wollen wir uns mal die Kennzahlen anschauen? Wir sehen ja, Basispreis ist 981,045 US-Dollar, Knockout-Schwelle 1010,20. Ihr wisst natürlich, dass sich diese Knockout-Schwelle und der Basispreis täglich anpassen, weil wir haben ja ein Open-End-Produkt, das heißt, es läuft ohne Laufzeit und die Finanzierungskosten, die eben anfallen dafür, dass wir eine Art Wertpapierkredit geben oder kriegen, müssen wir Finanzierungskosten bezahlen und diese Finanzierungskosten werden täglich in den Basispreis einberechnet. Wisst ihr, mittlerweile haben wir länger darüber geredet, nur das muss natürlich gewusst werden, wenn man jetzt den Preis berechnet, den Einstiegspreis, wenn wir sagen, wenn es über 1280 steigt, dann wollen wir einsteigen, muss einem natürlich bewusst sein, wenn das erst in 3 Monaten passiert, steht der Basispreis natürlich ganz woanders.
als zum Zeitpunkt heute. Aber wir berechnen es jetzt einfach mal gemeinsam. Ich habe jetzt einfach hier mal so ein Word-Dokument aufgemacht, damit man mal sieht, wie einfach das ist, sowas zu berechnen. Ich habe jetzt eingeschrieben, Einstieg würde ich mal sagen 1285. René hat jetzt auch noch gesagt, am besten der Wochenschlusskurs. Ist jetzt natürlich etwas kompliziert, dass dann, ja, da müsste man quasi immer am Wochenschlusskurs einfach gucken, wo steht er und dann entsprechend einsteigen. Von daher, wir wollen ja eine Order mal platzieren. Es geht einfach um die Berechnung. Also sagen wir, wir wollen einsteigen bei 1285 US-Dollar und den Basispreis haben wir bei 981,045 US-Dollar und wir haben ein Bezugsverhältnis von 0,1. Sieht man hier links, steht hier Bezugsverhältnis 0,1. Und was wir jetzt einfach machen können, sieht sehr einfach aus, ist es auch. Wir nehmen diesen Rechner, den man hier im Windows-Rechner einfach hat. Und rechnen einfach mal gemeinsam den aktuellen oder den Wert aus, bei dem wir eben einsteigen würden im Zertifikat. Nehmen wir also den Einstiegszeitpunkt, ist die 1285 minus den Basispreis 981,045, kommt raus 303,955 mal dem Bezugsverhältnis ist 0,1. Kommen wir also raus bei einem Einstieg von 30,40 US-Dollar. Das wäre jetzt in US-Dollar berechnet, weil der Basispreis ist ja in US-Dollar angegeben und auch der Einstieg im Gold selber ist ja auch in US-Dollar bei 1285. Heißt also, das Zertifikat würde bei 30,40 US-Dollar notieren. Da das Produkt aber in Deutschland gehandelt wird und dementsprechend wir in Euro bezahlen, müssen wir also noch durch den aktuellen Euro-US-Dollar-Kurs dividieren. Also geteilt durch 1,1718. So standen wir am Freitagabend. Ich habe es hier rechts aufgeschrieben. Kommen wir also auf einen Preis von 25,94, bei dem wir eben einsteigen würden, wenn eben die 1285 getriggert werden. 25,94, wir sehen aktueller Preis 21,37. So, jetzt ist natürlich die Frage, das sind natürlich jetzt sehr viele Parameter, die eben reinspielen, die ungewiss sind. Und das muss jetzt genau das ist das Wichtige, warum ich gerne zeige, wie das funktioniert. So kann es nämlich jeder selber umsetzen. Das ist ja zum Beispiel was, wenn René bei seinen Projekten, wo er zum Beispiel nur abends Orders aufgeben kann, für die nächsten Tage oder Wochen einkalkulieren muss. Die Order geht ja nicht immer unbedingt am nächsten Tag sofort aus, sondern teilweise erst in 1, 2, 3 Wochen. Und normalerweise müsste man die Order jeden Tag anpassen und müsste jeden Tag sagen, Basispreis ist jetzt neu, Euro-US-Dollar hat sich auch geändert. Also muss ich es neu berechnen. Aber da man die Orders natürlich auch nicht jeden Tag dann anpassen möchte, damit es sehr kundenfreundlich ist, macht man es natürlich so, dass man einfach einen gewissen Puffer einbaut und sagt, man schätzt einfach, wann wird die Order ungefähr ausgeführt, in welchem Zeitraum. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine Woche ist, dann sagt man, okay, der Basispreis innerhalb einer Woche steigt um so und so viel Euro-US-Dollar, schaut man sich an. Und wenn keine großen Schwankungen auftreten im Euro-US-Dollar während der Woche, kann man einen kleinen Puffer einbauen und kann dementsprechend dann seine Order platzieren. Aber natürlich noch schöner, wenn ihr die Möglichkeit habt, das selber zu berechnen, dass ihr einfach euch dann selber hinsetzt und jeden Abend kurz berechnet, wo wäre denn momentan der Einstieg. Und wie gesagt, 1285, das ist ja quasi unser fixer Einstieg im Gold. Aber der Basispreis, das ist eben eine flexible Komponente, müsste ich rein theoretisch dann jeden Tag die Order neu anpassen, neu berechnen und mir anschauen, wo eben der aktuelle Basispreis ist. Und natürlich sehr ungewiss ist natürlich der Euro-US-Dollar, ob der jetzt noch bis zum Zeitpunkt bei 1285 US-Dollar im Gold immer noch bei 1,1718 steht. Ich wage es zu bezweifeln. Vielleicht steht er bei 1,15, vielleicht bei 1,20, wer weiß das schon. Und dann wird sich natürlich einiges ändern. Wir können es ja einfach mal spaßeshalber machen. Wir sagen einfach mal, Euro-US-Dollar ist 1,15. Dann schauen wir mal, was sich ändern wird. Wir hatten ja gesagt, 1285 minus 981,045 mal 0,1. So. Also, wir machen noch mal kurz bei 1,1718. Wären wir also bei 25,94. 25,94 Euro im Turbo. So, jetzt die gleiche Berechnung noch mal mit eben 1,15. 1285 minus 981,045 mal 0,1 durch 1,15. 26,43. So, und bei Euro, US-Dollar, bei 1,20 zum Beispiel, können wir auch nochmal berechnen,
1285 minus 981,045 mal 0,1 durch 1,20, 25, 33. So, und ich glaube, dass das ganz gut zeigt, welchen Einfluss der Euro-US-Dollar auf die Bewertung des Zertifikates hat, auf des Turbos. Nur mal nebenbei noch gesprochen, die Produkte, die Mini-Futures haben in der Regel kein Aufgeld oder wenn dann nur ein leichtes. Deshalb, ich berechne ja immer den inneren Wert gerade. Wenn man es korrekt machen wollen würde, müsste man jetzt noch das aktuelle Aufgeld noch berechnen und das oben drauf schlagen, damit man dann ganz korrekt ist. In der Regel arbeite ich da ein bisschen, wie gesagt, mit einem Puffer. Gerade bei Mini-Futures gibt es in der Regel nur ein kleines beziehungsweise gar kein Aufgeld. Von daher kann man das momentan vernachlässigen. Bei Turbos mit Laufzeit oder den Unlimited Turbos müsste man das natürlich mitberechnen, da da teilweise die Aufgelder 10, 15, 20 Cent sind. Nur das nochmal nebenbei gesagt. Also, was ihr aber seht, und darauf wollte ich gerade hinaus, wir sehen, was für einen Unterschied es macht, ob der Euro-US-Dollar zum Beispiel bei 1,15 dann steht oder bei 1,20. Das sind quasi 1 Euro Unterschied im Zertifikat. Und so kann man natürlich daneben liegen. Nehmen wir mal an, zum aktuellen Zeitpunkt steht der Euro-US-Dollar bei 1,15. Also wir würden jetzt momentan bei 1,15 notieren und ich gebe die Order auf bei 26,43 und es ändert sich irgendwas am Euro-US-Dollar. Da sieht man eben, was für einen Effekt das hat. Und das kann ja passieren. Es kann ja sein, dass der Goldpreis jetzt noch eine Zeit seitwärts läuft oder sogar abwärts und erst in 1, 2 Monaten der Anstieg kommt und dann wir über 1285 ansteigen. Dann steht auf einmal das Papier komplett woanders. Das heißt, es ist wichtig, finde ich zumindest, dass ihr diese Berechnungen versteht, dass ihr eben euch selber hinsetzen könnt und selber eben dann ausrechnet, wo das Produkt steht, wenn ein entsprechender Punkt getriggert wurde. Komplizierter wird es natürlich, wenn man jetzt noch andere Währungen hat. Ich sage mal, wir hätten jetzt Neuseeland-Dollar gegen Kanada-Dollar. Dann wird das Ganze noch komplizierter, weil man dann Neuseeland-Dollar, Kanada-Dollar berechnen muss, dann nochmal durch den Kanada-Dollar, US-Dollar und so weiter und so fort. Aber das könnten wir auch mal in einer weiteren Session machen. Hier geht es erstmal darum, dass ihr dieses einfache Prinzip versteht. Euro-US-Dollar muss natürlich hier nur reinbezogen werden, da es ein in US-Dollar gehandelter Basiswert ist. Das fällt natürlich weg dann, wenn wir einen Wert aus dem Euroraum haben, gar keine Frage. Aber wenn da Fragen sind, auch immer gerne auch mir eine E-Mail schreiben. E-Mail sollte ja bekannt sein. Ich schreibe es hier nochmal kurz hier auch mal rein. ingmar@ik-invest.de. Wenn ihr Fragen habt zur Berechnung von diesem Produkt oder auch von anderen, gerne mir einfach eine E-Mail schreiben. Versuche ich so schnell wie möglich zu beantworten. Denn mir ist natürlich auch wichtig, dass ihr das versteht und dass ihr das dann dementsprechend auch selbstständig umsetzen könnt. René, dann würde ich auch sagen, ich übergebe dir nochmal das Wort und wir gehen jetzt nochmal die Fragen durch. Ich schaue auch nochmal, ob was zu den Turbos kam, beziehungsweise zur Berechnung und gehe mal ganz kurz durch, weil da auch einiges zum Gold noch kam. Fangen wir doch damit mal an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal chronologisch vor. Die Frage ist, ob du die Silberentwicklung kurz- und langfristig so ähnlich siehst, wie jetzt zum Beispiel bei Gold, oder siehst du da eine komplett gegenteilige Entwicklung? Nee, eher sogar bullischer. Wir hatten ja vor ein paar Wochen auch mal darüber gesprochen. Ich bin für Silber sogar bullischer als für Gold. Normalerweise kann man eigentlich bei Silber sagen, das verhält sich ungefähr so zum Goldpreis wie der Nasdaq zum Dow Jones oder zum S&P. Meistens in beide Richtungen halt eine Überreaktion. Das heißt, also wenn wir wirklich einen Bullenmarkt bekommen bei den Edelmetallen, dann müsste Silber sehr viel stärker ansteigen auf Sicht von 2, 3, 4, 5 Jahren. Prozentual gesehen sehr viel stärker ansteigen, als es der Goldpreis tut. Also gilt natürlich von der Grundtendenz her für Silber auch. Und mit einem Blick auf eben 2, 3, 4 Jahre oder 5 Jahre gehe ich davon aus, dass Silber sich stärker entwickelt. Aber wenn man jetzt natürlich, das heißt, man positioniert sich jetzt irgendwann, kann durchaus sein, dass man nach 3 Monaten guckt und sagt, na gut, aber der Goldpreis war schon ein bisschen stärker als Silber. Also das sind natürlich dann auch wirklich in solchen Zeitdimensionen oder auf solche Zeitdimensionen ausgerichtete Aussagen. Okay, super. Dann, wie hat die, du hast ja eben was mit den anderen Chart, kannst du den nochmal aufmachen? Zu Gold? Genau, den. Wie hätte das 2016 ausgesehen? Hätte das da gut getroffen, dieser saisonale Verlauf, oder wäre es da eher nicht gelaufen? Das ist eine gute Gerade. Frage, müsste ich mal nachschauen. Aber das hat eigentlich in fast allen Jahren, also ich glaube jetzt, ich habe die letzten 10 Jahre auch mal so durchgescrollt neulich. Also das war eigentlich ziemlich jedes Jahr, war dieser Juli-Saisonalverlauf
Effekt sehr stark. Das war irgendwann mal so in den 90ern ist das nicht so, beziehungsweise als der Markt in einem sehr bearischen Umfeld war, Ende der 90er noch, da hat das nicht immer hingehauen mit diesem Juli-Effekt. Aber jetzt so die letzten 10, 15 Jahre war das sehr, sehr stabil. Müsste man jetzt aber 2016 habe ich jetzt hier abgeschnitten. Können wir gerne vielleicht beim nächsten Mal noch machen oder wir posten das vielleicht in die Facebook-Gruppe rein, den 2016er Chart. Können wir auch mal gucken. Aber es ist eigentlich sehr stabil gewesen in den letzten 10 Jahren, ja. Okay, dann kam eine Frage von Hartmut zu meinen Formeln, die ich eben gezeigt habe, zur Berechnung, ob es dort ein Finanzbuch gibt, wo alle Formeln drinstehen. Es gibt sicherlich Bücher. Ich glaube, HSBC hat zum Beispiel ein Buch zumindest immer gehabt, ein Handbuch zu Erklärungen zu Hebelzertifikaten, zu Anlagezertifikaten und so weiter. Das wurde einem kostenlos zugestellt, gibt es auch als PDF. Bin mir nicht sicher, ob das immer noch zugeschickt wird, aber da könnte man mal gucken. Ansonsten, was wir gerne machen können, ich hatte es gerade schon angeboten, vielleicht auch mal in die Runde gefragt, ob da Interesse besteht. Was wir gerne machen können, ist natürlich, dass wir bei einem der nächsten Webinare uns mal etwas mehr Zeit nehmen, zusammen ein Excel-Sheet erstellen, wo wir einfach mal so Formeln eintragen, damit ihr seht eigentlich, dass es auch kein Hexenwerk ist, sich so ein Excel-Sheet zu erstellen, dass jeder das dann ja, selber auch zu Hause hat, kann dann schnell die Daten eintragen und dann hat er entsprechend direkt den Preis verfügbar, muss dann nicht wie ich jetzt hier im Rechner das eintippen. Ich habe es auch nur gemacht, um zu zeigen, wie einfach es eigentlich ist, weil oftmals ist natürlich die Hemmschwelle, sowas selber zu berechnen oder was auch immer, relativ groß. Man denkt, wow, da muss man irgendwie großartig was machen. Ich kenne es ja noch auf Emittentensicht. Da war es immer so, wir hatten überlegt, solche Rechner damals auf die Webseite zu stellen. Und dann war es auch teilweise so, die Antwort von den Kollegen, ja, was willst du denn da draufstellen? Das kann doch jeder im Endeffekt mit dem Rechner ja von Windows selber berechnen. Da habe ich auch immer gesagt, ich glaube, dass es aber viele gar nicht wissen, dass es so einfach ist. Von daher so ein Rechner vielleicht viel einfacher wäre. Von daher, was mir halt wichtig ist, habe ich es eben mit diesem einfachen Rechner gemacht. Ich wollte einfach zeigen, es ist einfach, ihr könnt es alle selber machen, es ist kein Hexenwerk, man braucht da keine Angst haben, auch wenn man kein Mathe-Genie ist, man muss nur ein paar Zahlen eintippen und schon funktioniert es. Aber gerne können wir das natürlich, wie gesagt, zusammen machen, dass wir uns mal eine halbe Stunde Zeit nehmen oder vielleicht auch ein bisschen länger. Vielleicht auch in einem Donnerstags-Webinar dann, wo wir quasi frei hätten, dass wir da einfach zusammen eine Stunde das zusammen machen und dann können wir das mal durchgehen und dann hat jeder auch ein entsprechendes Excel-Sheet, wo er das eintragen kann. Dann schaue ich gerade noch mal, René, da kam noch eine Frage zu den Forecasts, beziehungsweise erst zu Kupfer. Einfach nur ganz kurz, ob bei Kupfer eine ähnliche wie auch bei Gold eine ähnliche Situation vorliegt, dass es Richtung Norden gehen könnte. Kupfer ist auch ein Markt, den ich jetzt ab dieser Woche auf der Watchlist habe für die Long-Seite. Halt eher mit einem Zeithorizont von erstmal ein paar Wochen, aber müsste sich eigentlich auch erholen können jetzt, ja. Also ist ganz, ganz ähnlich. Klasse. Dann kam noch mal die Frage zu den Forecasts, wo man diese findet. Sind die frei verfügbar oder nur für die Kunden? Also im Original haben wir sie ja nur für die RW Mentoring Teilnehmer. Die kriegen die im Original ausgehändigt auf TradeSignal Online. Können die auf Lebenszeit nutzen, müssen die einfach nur pflegen, also einfach nur aktualisieren. Wir haben sie im RMT Research Bereich, haben wir auch, glaube ich, weiß nicht, wie viel haben wir da auch, also eigentlich fast alle Forecast Charts haben wir dort auch bereitgestellt. Und aktualisieren die halt dann immer, wenn es wieder signifikante Prognosen gibt. Die reichen ja auch meistens dann ein halbes Jahr oder 2 Jahre voraus. Aber jetzt so im Original, dass man sie auf Dauer nutzen kann und nicht auf uns angewiesen ist, haben nur die Leute aus dem Mentoring-Programm. Okay, super. Jetzt kamen noch sehr viele Fragen rein zu verschiedenen Basiswerten. Ich würde sagen, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt jeden einzelnen Markt noch durchgehen. Können wir gerne mal für die nächsten Webinare, ich habe es mir aufgeschrieben, was da kam, dass wir die dann durchgehen, uns mal anschauen. War zum einen, René, auch für dich schon mal, dass wir uns noch mal Kaffee angucken und auch Neuseeland-Dollar. Ich gucke gerade noch mal. Genau, Neuseeland-Dollar und australischer Dollar. Dann kam hier jetzt noch, also René, übrigens, da kam jetzt mehrfach, dass das mit dem Lambor-Kundenbeispiel super war, dass es sehr hilfreich ist, denn dieses Problem haben einige gehabt, dass man da oben nervös wurde. Von daher, das scheint gut angekommen zu sein. Dann mit dem Excel, was ich eben gesagt habe, da kamen jetzt auch mehrere Antworten, dass wir das gerne, dass das super wäre, das zu machen. Also wie gesagt, da werde ich was planen. Dann machen wir das zusammen, können das zusammen erstellen. Und ja, dann noch Platin, Nickel und so weiter.
Das können wir dann mal bei einem der nächsten Webinare besprechen. Würde jetzt zu weit führen, denn wir sind jetzt auch schon wieder 15 Minuten über die Zeit. Von daher von mir schon mal vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die ganzen Feedbacks, die gerade reinkamen. Das ist wirklich heute wieder atemberaubend. Da kam jetzt sehr viel rein, was wir auch noch machen können für die nächsten Webinare. Auch nochmal der Hinweis, wir haben ja die Facebook-Gruppe. Gerne dort reinschreiben, wenn Fragen sind, wenn ihr Anregungen habt, was wir in Zukunft machen können. Ansonsten uns eine E-Mail schreiben oder hier in den Chat, machen ja sowieso die meisten. Ansonsten noch ein weiterer Hinweis, der YouTube-Channel vom René, der wurde in den letzten Wochen deutlich verbessert. Da wurde sehr viel gemacht, um ja, dort auch entsprechend die Suche zu vereinfachen, damit ihr das findet, was ihr sucht, wo ihr vielleicht noch Hilfe benötigt. Da wird auch jetzt in Zukunft immer mehr passieren. Einfach auch da mal reinschauen, gerne YouTube-Channel auch abonnieren. Werden wir aber auch nochmal per E-Mail darauf hinweisen, wo der zu finden ist. Denn dort sind, glaube ich zumindest, sehr, sehr gute Inhalte verfügbar. Auch die Webinare werden dort natürlich alle immer hochgeladen, werden euch dann auch zugeschickt. Von daher von mir schon mal vielen Dank. Hat Spaß gemacht und den einen oder anderen hören wir wahrscheinlich gleich im dem nächsten Webinar. Von daher bis später oder bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ja, von mir gibt es auch nicht mehr viel. Wir wollten ganz kurz noch auf die Trades dieser Woche schauen. Es war genau ein Trade in dieser Woche, den ich gemacht habe. Das ist eben auch das Wichtige, glaube ich, dass man von diesem Aktionismus wegkommt, dass man denkt, man müsse viel machen. Manchmal ergibt sich halt einfach nicht wirklich viel. Und dann ist es so, dass man an der Seitenlinie überwiegend ist. Ich habe jetzt in dieser Woche einen Trade gemacht, im WTI, ein News Trade auf Crude Oil am Mittwoch. Und die restliche Zeit war ich an der Seitenlinie. Insgesamt hier die Trades aus dem Monat Juli sind auch nicht super viele. Wir haben jetzt den 22. und es sind insgesamt 2, 4, 6, 8, 9, also nicht mal 10 Trades. Ganz einfach, weil es natürlich theoretisch immer wieder Situationen gibt und Setups gibt, aber ich ja zwischen den einzelnen Strategien rotiere und das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Deshalb hilft der Trading Room auch sehr vielen bei dem letzten Entwicklungsschritt sozusagen, weil man dort halt sieht, okay, es werden Trades gemacht auf Basis der Strategien, aber wann wird welche Strategie genommen, wann wird ausgesetzt, wann wird die Gewichtung heraufgesetzt, heruntergesetzt, wann greift man in ein System ein, zum Beispiel wenn es ein Daily Price Limit gibt, im Cotton hatte ich das neulich mal erzählt. Also das ist eben dann nochmal so der Feinschliff gegenüber dem sturen Durchhandeln, was natürlich auch ein wichtiger Entwicklungsschritt ist. Aber ihr seht, sehr, sehr unspektakulär, aber sind jetzt in diesem Monat bislang 1500 irgendwas, 1545 Dollar insgesamt, keine Unsummen, aber wenn man das jeden Monat als Durchschnittswert hätte, kommt man gut voran, kriege ich nicht immer hin als Durchschnittswert, aber es geht auch mit wenig voran, das ist die Quintessenz daraus. Ja, auch von mir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Sonntag, eine sehr erfolgreiche Woche und ja, wir freuen uns über eure Anregungen, werden dann natürlich gerne die Märkte, ich habe mir das auch aufgeschrieben, was der Ingmar eben gerade schon genannt hat, werden gerne dann auch in einem der nächsten Webinare, gerne nächsten Sonntag, Kaffee, Neuseeland-Dollar, australischer Dollar mal thematisieren. Und ja, dann, wie gesagt, viel Erfolg. Aufzeichnungen stellen wir in Kürze online. Denke, heute im Tagesverlauf wird die auf YouTube dann bereitstehen. Macht's gut, ciao.